willkommen bei unserem ersten Video. Heute wollen wir euch die Anstalt von John Katzenbach vorstellen. Als allererstes mal ein paar Fakten zum Autor. John Katzenbach ist der Sohn einer Psychoanalytikerin und eines Justizministers aus den USA. Bevor er seine Karriere als Autor startete, war er als Gerichtsreporter unterwegs. Das merkt man seinen Werken auch an. Richtig interessant zu erwähnen wäre allerdings auch, dass er mit der Pulitzer-Preisträgerin Madeleine Blaise verheiratet ist. Sollte die nicht auch Katzenbach heißen? Ach du Chauvinist. Vielleicht. Naja, Katzenbach hat noch zwei Kinder, wie auch immer die dann mit Familiennamen heißen. Vor 20 Jahren wird der junge Francis gegen seinen Willen in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, wo er leider mehrere Jahre seines Lebens verbringen musste. Die Klinik wird nach einer mysteriösen Mordserie geschlossen. Francis hört noch immer Stimmen, nimmt Medikamente. Die Erinnerung an damals ängstigt ihn sehr und so beginnt er aufzuschreiben, was geschehen ist. Mit Bleistift an die Wände seiner Wohnung. Wer war der mysteriöse Engel des Todes, der damals sein Unwesen trieb? Gab es ihn wirklich oder spielte sich alles nur in Francis' kranken Geist ab? Ich fand das Buch klasse. Man kann sich prima in die verschiedenen Persönlichkeiten hineinversetzen und der Alltag in einer Anstalt ist auch sehr anschaulich beschrieben. Nichtsdestotrotz, geübte Thriller-Leser werden schnell die Szenen durchschauen und das ist dann auf Dauer langweilig. Du weißt ja nie, ob es sich in Francis' Fantasie abspielt oder ob es Realität ist. Das ist richtig, dennoch erinnert mich dieser Roman doch sehr an Einer flog über das Kuckucksnest. Eine gewisse Ähnlichkeit lässt sich nicht absprechen, aber die Idee, dass einer sein ganzes Leben an die Wände schreibt, ist doch echt faszinierend. Ach, das findest du faszinierend. Und was war letzte Woche? Ja, nee, wann kann ich anrufen? Ja, gibst du mir gerade mal deine Nummer? Was zum Schreiben? Stift, Zettel. Ja, fang an. Sag mal, hackt's? Bist du da ganz sauber? Sein Leben, nicht seine Telefonnummer. War ja gar nicht meine Nummer. Abschließend ist zu sagen, wer spannende Unterhaltung mit dem Hintergrund einer Irrenanstalt mag, sollte sich das Buch zulegen. Oder den Film schauen. Da gab es keinen Film, denen ist beim Dreh das Geld ausgegangen. So, wir hoffen, euch hat unser erstes Video gefallen. Wenn ihr Bücher habt, die euch im Herzen liegen, über die wir auch gerne mal sprechen und diskutieren sollen, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Und nächste Woche sprechen wir über den Bischof von Limburg aus aktuellem Anlass. Limburg? Wo ist denn Limburg? In Limburg? Thank you.